Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Vorlesung Musik-Urgeschichte. In der heutigen Stunde, das haben Sie schon an dem Eingangsclip gehört, geht es um die menschliche Stimme und all diejenigen Geräusche, die der menschliche Körper hervorbringen kann. Also wir sind immer noch nicht bei den Musikinstrumenten gelandet, sondern es geht um die Musik, die der Mensch erzeugen kann, ohne Zuhilfenahme von Instrumenten. Wir hörten Ima Sumac, eine ursprünglich aus Peru stammende, ganz begabte Künstlerin, die in ihrer Zeit, sie ist mittlerweile schon verstorben vor ein paar Jahren, berühmt war, sie ließ sich feiern als die neue Inka-Prinzessin, hat auch in verschiedenen Hollywood-Filmen mitgespielt. Ihre Clips sind dann auch immer wieder wiederverwendet worden, von den Coen Brothers zum Beispiel hier für The Big Lebowski und so weiter. Das Spektakuläre ist, dass sie gigantische 4 Oktaven abdecken kann mit ihrer Stimme. Also von, Sie haben es gehört, ganz hoch bis ganz tief. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Arten, wie der menschliche Körper Musik hervorbringen kann. Zunächst mal wird es darum gehen, verschiedene Arten von Gesang. Wie hoch kann der Mensch singen, wie tief? Was gibt es noch für besondere Arten? Klatschen, Pfeifen und so weiter. Dann schauen wir uns bestimmte Gesangsformen an, die relevant sein könnten, auch für die Vorgeschichte. Da jetzt mal etwas, was hier als besonders archaisch gilt, so aus den Steppen, diesen Oberton- und Kehlkopfgesang schauen wir uns an. Dann natürlich eine Besonderheit hier, Falsettgesang, spezielle Art Kastration bei Knaben, nicht, dass man diese jugendliche Stimme weiterhält, Counter, Alt-Countertenöre, damit werde ich mich kurz beschäftigen und am Ende kommen wir so ein bisschen in die musikalische Praxis hinein. Hirtensignale, zum einen durch Instrumente, aber auch durch die menschliche Stimme. Und dann sind wir natürlich automatisch beim Jodeln. Wie gewohnt, ein paar Folien zur Wiederholung. Ich hatte Ihnen etwas erzählt über verschiedene Arten von Kommunikationssystemen. Das ist ja nicht nur auf den Menschen beschränkt, sondern es gibt auch im Insektenreich verschiedene Arten von Kommunikation. Selbst Fische kommunizieren miteinander. Vögel selbstverständlich, der Vogelgesang, andere Primaten natürlich und dann hätten wir nochmal Sprache und Instrumentalmusik. Merkmale von Kommunikationssystemen sind der Einsatz von Stimme und Gehör. Wichtig ist die Rundsendung und gerichteter Empfang. Die Schnelligkeit und vor allen Dingen Vergänglichkeit der Signale ist wichtig. Austauschbar sollten sie sein. Es sollte eine Rückkopplung bestehen. Spezialisierung, Bedeutungsgehalt ist was Wichtiges. Über die Willkürlichkeit hatte ich gesprochen. Kommunikationssysteme sollten isolierbare Elemente enthalten. Ein Transfer sollte möglich sein. Produktiv sollte sie sein. Also aus einzelnen Elementen sollten sich immer wieder neue Dinge zusammensetzen lassen. Sie sollte überliefert werden, idealerweise irgendwie durch Weitergabe. Und am Ende steht noch diese strukturelle Dualität. Nicht alle Kommunikationssysteme, die hier aufgeführt sind, erfüllen alle Merkmale. Interessanterweise erfüllt alle auf jeden Fall die Sprache. Das unterscheidet uns hier von den Gibbons auf jeden Fall. Und interessanterweise eine Kommunikation über Musik, über Instrumentalmusik erfüllt auch nur teilweise all diese Kriterien.
Dann hatte ich einiges gesagt zur Evolution. Kluge Köpfe haben sich dazu geäußert, wie nun sich Kommunikationssysteme ihrer Meinung nach entwickelt haben. Zunächst mal Bickerton und Jeckendorf. Die sagen nun, Syntax sei das entscheidende Kriterium, was Homo sapiens sapiens in seinem Kommunikationssystem von allen Älteren unterscheidet. Eine Kommunikation auf der Grundlage von Worten sei noch vor einer durch Grammatik strukturierten Sprache anzunehmen, also eine Proto-Language, die sozusagen nur aus Verben und Nomen bestehen würde. Analog zur Sprachentwicklung würde dann die Evolution einer musikalischen Kommunikation erfolgen. Dem widerspricht ein Stück weit Stephen Brown, der sagt nun, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das die Fähigkeit besitzt, zwei lautliche Kommunikationssysteme zu verarbeiten und zu gebrauchen, nämlich Musik und Sprache. Sprache und Musik haben sich im Laufe der Phylogenese aus einem gemeinsamen Vorgänger entwickelt und die nennt er nun Music Language. Besteht nun aus tonalen Sprachen. Ich hatte Ihnen erklärt, was das ist. Mandarin wäre so eine Sprache, wo die Stimme auf und ab geht, die verschiedenen Tonhöhen unterschiedliche Bedeutung haben. Und diese Music Language hätte eine gesellschafts- oder gemeinschaftsstiftende Funktion und brachte dadurch einen evolutionären Vorteil mit sich. Das ist etwas ganz Wichtiges. Also Musik und sprachliche Kommunikation gehört zur menschlichen Evolution, bedingt sie quasi. Stephen Meyton nun mit seinem berühmten Buch The Singing Neanderthals geht nun auch von einer gemeinsamen Vorgängerkommunikation aus, die aus Musik und Sprache besteht. Er nennt sie Hm, das zum einen lautmalerisch gemeint ist, aber gleichzeitig ein Akronym. In der Auflösung heißt es dann holistisch, manipulativ, multimodal, musikalisch und mimetisch. Durch die Evolution, den aufrechten Gang, werden Kinder früher geboren. Insofern ist da Kommunikation zwischen Mutter und Neugeborenen notwendig. Insofern könnte die Babysprache ein Überbleibsel unserer evolutionistischen Vergangenheit sein. Und auch für ihn ist Musik Anpassung an das Leben in größeren sozialen Gruppen. Eckhard Altenmüller äußert sich nun speziell zum Gesang und sagt, war nicht Singen vielleicht sowieso die Ursprache, denn Singen erzeugt Gruppenbildung. Singen ist an emotionalen Ausdruck gebunden und erzeugt über weiter verzweigte und variablere Aktivierungsmuster im Gehirn als Sprechen. Und das wäre dann im Prinzip noch ein wichtiger Motor, der die Gehirnentwicklung befördert. Ja, abschließend dann bin ich nur noch eingegangen auf die Möglichkeiten, die wir haben, das Kommunikationssystem des Neandertalers zu rekonstruieren. Das passiert einmal ganz klassisch auf der Ebene der Artefakte, indem wir uns seine mentalen Fähigkeiten anschauen. Wir können aber auch seine Physiologie uns anschauen. Wir haben gesehen, das Gehör des Neandertalers war ganz ähnlich aufgebaut wie unser heutiges. Er war offenbar in der Lage, durch seine Lungen Laute hervorzubringen, die unseren ähneln. Denn sein Zungenbein, was ein Teil des Kehlkopfes ist, zeigt uns, es ist ganz ähnlich aufgebaut wie unseres und unterscheidet sich ganz stark von dem beispielsweise der Schimpansen als unseren nächsten Vertreter im Menschenaffenreich. Allerdings, und das ist das wichtig, war sein Nasenrachenraum anders aufgebaut und ähnelt sehr stark dem eines neugeborenen Menschen. Insofern wäre er auch nur in der Lage gewesen, ein Artikulationsrepertoire zu artikulieren, was auf der Schwelle eines Neugeborenen liegt. So eine Sprache wäre vorstellbar, aber nur theoretisch. Und dieses artikulierte Sprechen mit vielen Konsonanten, Vokalen, sehr, sehr viel, was da passiert im Mund, ist erst dem anatomisch modernen Menschen möglich. Und schließlich als letztes relativ schwaches und stark diskutiertes Element, die genetische Struktur auf dem 7. Human-Gen, das FOXP2, Chromosom auf dem 7. Chromosom, das FOXP2-Gen, die Stelle 911 und 977 stimmen immerhin beim Neandertaler und beim anatomisch modernen Menschen überein und unterscheiden sich von allen heute bekannten Menschenarten und natürlich auch von niederen Säugetieren. Insofern wäre das auch ein Hinweis darauf, dass die Verarbeitung von Kommunikation im Gehirn auf einer ähnlichen Abstraktionsebene ablief wie bei uns heutzutage. So viel zur Wiederholung. Ich möchte Sie jetzt einführen hier in das Thema des Gesanges, Singen im Prinzip als eine wichtige Äußerung und im Prinzip das Musizieren mit der menschlichen Stimme. Das ist ja, wenn wir so wollen, das allerwichtigste Instrument und wir brauchen ja noch nicht mal irgendwelche Artefakte, die wir als Idiophone benutzen können, um Musik zu machen. Interessant ist nun deswegen diese Grafik noch einmal. Ich hatte Ihnen gezeigt, innerhalb dessen, was wir hören können,
ist die Ebene, auf der wir Musik wahrnehmen, noch etwas größer als die, in der wir Sprache wahrnehmen. Und wir sollten uns ein Stück weit damit beschäftigen, wozu der Mensch, also er kann vieles hören, aber was kann er überhaupt mit seiner Stimme an Lauten, an Geräuschen hervorbringen innerhalb dieses Spektrums? Also gar nicht so wichtig wie die Dezibel, also die Lautstärke der Geräusche, ist dann der Frequenzbereich. Wir sehen es hier von 5 Hertz bis zu etwa 20 Kilohertz hören wir. Und schauen wir uns mal an, was wir über menschliche Stimme hervorbringen können. Zunächst mal die Physiologie der Tonerzeugung. Wichtig ist zunächst mal die Lunge natürlich, weil die den Luftstrom erzeugt, der überhaupt Klänge hervorbringen kann. Beim Singen sollte man tief atmen. Da kommt diese elastische Muskulatur hier unter der Lunge zum Einsatz. Das berühmte Zwerchfell, nicht, aber spricht auch von Bauchatmung, dass man tief atmet. Und dann hier im Prinzip wird diese Luft durch die Luftröhre gedrückt und kommt hier in den Kehlkopf hinein und erzeugt hier nun Geräusche an den Stimmlippen durch diese Phonationsstellung. Sie erinnern sich an das, was ich Ihnen da erzählt hatte. Und dann kommt dieser Bereich hier ins Spiel der Artikulation von Sprache, aber auch von Musik im Gaumenbereich, aber auch hier weit im Mundraum und dann das, was wir alles hier mit den Lippen dann machen. Ja, es ist ganz klar, Männer und Frauen unterscheiden sich und Kinder noch mal, auch noch mal deutlich von Erwachsenen in dem, was sie an Tönen hervorbringen können. Und hören wir uns hier mal ein Phonogramm an, was überhaupt so eine menschliche Stimme hervorbringen kann. Es geht zunächst mal hier, dieses Phonogramm kann ich kurz erklären. M0 wären sozusagen die tiefsten Geräusche, die wir hervorbringen können. Dann kommen wir hier in diese sogenannte Modalfunktion, also die Bruststimme bei der Frau und Kopfstimme beim Mann. Dann hier in einen oberen Bereich, diese sogenannte Kopfstimme, das Falsett. Und schließlich dann Pfeiflaute, die bei Kindern ja sehr gut hervorbringbar sind, aber bei Frauen häufig dann auch noch. Hören wir uns das ganz kurz an. Einmal so ein Glissando von M0 bis M3. Los geht's. Ja, Sie hören, das ist gar nicht so viel. Also im Vergleich zu dem, was wir hören können. Also wir könnten noch viel tiefer hören, wir könnten noch viel höher hören. Aber die menschliche Stimme ist da einfach, der sind physikalische Grenzen gesetzt. Deswegen ist es eigentlich immer spannend gewesen, zu allen Zeiten in der menschlichen Kulturgeschichte diese Extreme auszureizen. Ja, auch Musik ist besonders eindrucksvoll, wenn sie besonders tiefe Bässe enthält, heutzutage beispielsweise hohe Pfeifentöne. Ja, Militärkapellen arbeiten damit, also um Leute zu beeindrucken. Ja, brauchen wir diesen Sound. Das soll nicht nur laut sein, sondern es muss auch beeindruckend sein von seinem Klangspektrum her. Und deswegen waren auch immer wieder Stimmen sehr besonders, die besonders tief singen konnten und besonders hoch. Schauen wir hier an, wie das dann noch weitergeht. Also wir singen natürlich mit diesem ganzen phonetischen Apparat, was ich Ihnen gezeigt hatte. Die Lungen spielen eine Rolle, des Artikulationssystem hier im Mund-Rachenraum. Aber Sänger arbeiten auch noch mit der Vorstellung, dass andere Teile ihres anatomischen Apparates an der Klangbildung mit beteiligt seien. Das deutet diese Grafik an. Beispielsweise sehr, sehr tiefe Töne, die kommen direkt aus der Brust heraus. Das sind diese Linien, die hier angedeutet sind, dann andere wiederum artikulieren wir hier oder lokalisieren sehr stark im Mund-Rachenraum. Und dann bei besonders hohen Tönen ist es wichtig, dass wir die so in einer Vorstellung produzieren, die sozusagen über die Kopfdecke hinausgeht. Natürlich singen wir nicht real, also die Töne kommen nach wie vor durch den Mund nach vorne, aber diese Vorstellung hilft uns, dass dann irgendwelche anderen Resonanzräume noch mit bedient werden im Kopf, sodass besonders hohe Töne dann über diese Vorstellung, sie kämen aus dem Kopf, funktionieren. Schauen wir das nun an, hier aus dem DTV-Atlas zur Musik. Das ist ganz eingängig hier. Männer fangen in einem tieferen Bereich üblicherweise an als Frauen. Wir haben dann hier eine Einteilung der Stimmlagen. Mann, tiefe Bassstimme. Dann die Mittellage bei Männern wäre dann der Bariton. Hier der Tenor. Alt hat dann eine gewisse Überschneidung, ist im Prinzip die tiefe Frauenstimme, kann aber auch eine sehr hohe Männerstimme sein. Dann kommen hier nun die Mezzosoprane hinein und die hohen Soprane kommen hier in diese Grenzlage hinein. Und das ist nun interessant, hier ist es abgezeichnet bis zum hohen C.
Jetzt ist interessant, dass natürlich die Klangbeispiele aus der Musik noch zum Teil weit darüber hinausgehen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, hier Ihnen zwei berühmte Beispiele mal rauszusuchen aus der Musikliteratur, wo wir sehen, besonders hohe Töne und besonders tiefe Töne. Und der höchste Ton in der Musikliteratur, der mir untergekommen ist, gehört zu einem ganz berühmten Stück. Es ist die Arie der Königin der Nacht. Und darum Vorhang auf hier für Silvia Gesti und dem Rundfunksinfonieorchester unter der Leitung von Kurt Masur mit der Arie der Königin der Nacht hoch bis zum dreigestrichenen F. Ja, großartig. Sie haben gesehen, das ist auch dieses berühmte Bühnenbild aus der Staatsoper, was Karl Friedrich Schinkel entworfen hat. Ist vor wenigen Jahren wiederentdeckt worden auf dem Dachboden der Staatsoper. Und ich hatte das große Glück, nochmal eine Inszenierung zu sehen, bevor das Haus dann komplett umgebaut wurde mit diesem rekonstruierten Bühnenbild. Ja, kommen wir nun zum tiefsten Ton in der Musikliteratur, den ich gefunden habe. Da könnte man jetzt theoretisch auch wieder Mozart bringen, der war ja wahnsinnig, ja, also immer so schwer singbares Zeug, irgendwie extrem hoch, extrem tief, nicht sein Don Giovanni, dringt in ähnlich tiefe Sphären vor wie das Beispiel, was ich Ihnen jetzt hier rausgesucht habe. Hören wir jetzt aber hier etwas Älteres aus dem frühen 17. Jahrhundert, Claudio Monteverdi, und da so ein Stück, was religiös angehaucht ist, ab Eterno Ordinata Sum, also ich bin von Anbeginn eingesetzt worden und dazu gehört natürlich zu diesem Urwesen, was vom Anbeginn der Zeiten da ist, also quasi was Archäologisches, ja. Hier nun auch ein ganz, ganz tiefer Bass. Und hören Sie hier David Thomas. Thank you.
Ja, Sie hören es, das ist beeindruckend, nicht? Da vibriert einem die Badewanne. Das sind ja auch immer diese tiefen Töne, die wir so gerne im Bad singen, nicht? Da haben wir dann irgendwie so einen Resonanzton, wo dann die Wände wackeln. Aber es ist ganz klar, das sind natürlich hier Ausnahmeerscheinungen, nicht jeder kann so tief singen. Aber damit ist im Prinzip, deswegen habe ich Ihnen diese Beispiele gebracht, das Spektrum abgedeckt. Ja, es gibt halt Sachen, die wir hochsingen können. Hin und wieder kommt eine Frau bis zum dreigestrichenen F. Männer können hier mitunter, wenn sie gut trainiert sind, vielleicht nach dem fünften Bier oder so, dann auch noch bis zum C1 runtersingen. Aber damit sind die Grenzen gesetzt. Das ist im Prinzip das, was wir mit der menschlichen Stimme hervorbringen können. Wir sollten uns kurz noch damit beschäftigen, welche anderen Arten von Klängen wir mit dem menschlichen Körper produzieren können. Ich denke, es ist sinnvoll, sich das jetzt mal verquickt anzuschauen, dass wir die Kurve auch zur Archäologie kriegen. Schauen wir mal an, uns bildliche Darstellung, wo sehen wir Leute singen und wie funktioniert das auch mit diesen anderen Arten der Geräuschhervorbringung. Hier zunächst mal Bilder aus dem alten Orient. Ich habe Ihnen ein frühes Beispiel mitgebracht hier. Da haben wir eine Person, die jetzt hier sitzt, in so einem typischen Sitzhaltungsschema dieser altorientalischen Kultur hier. Sumerisch wäre das im Falle. Wir sprechen hier über die Zeit in der Mitte des dritten Jahrtausends. Und da wissen wir einfach nur aufgrund der schriftlichen Überlieferung, dass es sich hier um das Sitzbild eines Sängers handelt. Also Sänger erfuhren offenbar hier im Sumerischen Reich so eine hohe Wertschätzung, dass ihnen auch solche Monumente zuteil wurden. Das ist zwar keine Person, die jetzt singend dargestellt ist, aber immerhin der Fakt, dass sie überhaupt ein Monument errichtet wurde, ist hier schon beredt genug. Musizierenden Darstellungen haben wir dann erst aus späterer Zeit, hier aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, hier mal etwas ganz Übliches, eine Prozessionsszene, wo wir dann auch hier Musikanten sehen, hier zum einen mit einem Hackbrett, zum anderen mit so verschiedenen Harfen, die sie hier tragen. Und aus der gleichen Zeit hier aus Ninive ein Relief, wo wir nun auch hier Frauen sehen, die einerseits in die Hände klatschen, das ist ganz offensichtlich, und dann aber auch eine Frau, die sich hier irgendwie an die Kehle geht und hier auch irgendwie beim Rufen dargestellt ist. Und wir werden gleich schauen, was das vielleicht sein könnte. Also offensichtlich sind jetzt hier zwei Dinge, wenn wir immer in die Ethnographie schauen. Hier Bilder auch von Lucy Rold mit ihren Klangwelten, Musik aus aller Welt. Hier zum einen ein Beispiel aus Kenia, wo wir nun so Frauen sehen, die so diese Hände
immer beim Rufen an den Mund schlagen. Sie kennen das alle, nicht? Dieser Indianerruf. Und das Ganze heißt in der Fachsprache ululieren, also so lautmalerisch, nicht ululululululu. Das ist dieses ululieren. Und dann hier ein weiteres Beispiel aus Burkina Faso, hier Pearl Borono, wo man hier sieht eine Tanzszene, diese Frauen so rhythmisch in die Hände klatschen. Und dadurch auch und durch diese Schritte wird dieser Rhythmus des Tanzes vorgegeben. Und es ist ganz wichtig, nicht wie Fische in einem Schwarm, stehen die so ganz dicht beieinander und klatschen und schreiten so. Und das organisiert im Prinzip auch diesen Rhythmus. Also da haben wir schon zwei ganz wichtige Elemente, wie man die menschliche Stimme auch noch oder musizieren kann, ohne Instrumente, durch Klatschen einerseits, Stampfen natürlich mit dem Fuß und auch durch dieses Ululieren, indem man einfach durch mechanische Bewegung hier den Luftstrom und damit auch den Klang verändert. Schauen wir weiter hier ins alte Ägypten, da nun auch sehr, sehr dankbare Kultur, die durch diese frühe schriftliche Aufzeichnung hier mal Bilder zunächst mal sehr, sehr früh aus der dritten Dynastie. Das hier ist schon sehr, sehr ansprechen. Zum einen haben wir hier eine große Leier, die hier gespielt ist, eine Bogenharfe im Prinzip aufgespannt und dann hier weitere Musikanten, hier eine Person, die eine Flöte bläst, hier eine andere, die auch noch eine andere Flöte bläst und dann sehen Sie jetzt hier oben, da haben wir jetzt was ganz Interessantes, Personen, die offenbar einen leicht geöffneten Mund haben und dadurch auch andeuten, dass sie singen. Und die halten aber die Hände in einer bestimmten Art und Weise. Hans Hickmann hat sich hier dahingehend geäußert, ob das nicht vielleicht Solmisationszeichen sein könnten, also dass man damit Tonhöhen angibt, dass man versucht, in die bildliche Darstellung das reinzubringen, dass man einfach sagt, das sind so verschiedene Töne, die hier angegeben werden. Es könnte aber auch etwas anderes sein, wenn Sie sehen, diese Personen führen dann immer so einen Finger zum Daumen. Und das ist auch bekannt, ist dieses altägyptische Vierersystem zu zählen, dass man einfach die Finger gegeneinander stellt. Da hätte man die Zahlen von 1 bis 4, also 1, 2, 3, 4. Dem stünde aber auch nicht entgegen, dass man durch diese Viererzeichen hier dann bestimmte Tonhöhen angibt. Also hier auch interessant, offenbar Personen beim Musizieren, die gleichzeitig so Handgesten machen. Vielleicht schnipsen sie auch nicht, das wäre auch noch möglich. Da hätten wir dann eine weitere Art, Töne hervorzubringen. Hier eine weitere Darstellung aus einem Grab, die ist etwas jüngeren Datums, 18. Dynastie, wo wir nun hier sehen, eine Person, die offenbar auch singt zur Begleitung eines Musikinstrumentes und dabei in die Hände klatscht. Und das Gleiche hier nochmal, auch 18. Dynastie, hier im rechten Bildrand. Auch eine Darstellung aus einem Grab, wo wir nun Personen sehen, die hier ganz offenbar, also drei hintereinander sitzen, denn sehr interessant, so verschachtelt dargestellt, die nun hier rhythmisch klatschen. Ja, wenn wir dann reinschauen in die klassische Antike, hier das antike Griechenland und dann natürlich auch in Überleitung zu den Römern, da begegnen uns die Sänger ja auch in einer sehr, sehr prominenten Rolle. Deswegen habe ich hier nur pars pro toto mal ganz bekannte Beispiele Ihnen rausgesucht. Zum einen hier eine Büste, wo man davon ausgeht, dass hier eine blinde Person dargestellt ist. Nicht, das könnte dieser blinde Sänger Homer sein. Da hätten wir eine weitere Art der musikalischen Aufführungspraxis. Gesang ist nämlich auch wichtig, um Dinge zu memorieren, um irgendwelche Dinge lange Gedichte zum Beispiel, irgendwelche Oden zu strukturieren und auch der Sänger muss sich orientieren an einer Melodie, um nicht den Faden zu verlieren, nicht, dann kann er da stundenlang sitzen und so etwas wie die Ilias und die Odyssee im Prinzip mündlich wiedergeben. Also Gesang ist auch wichtig in vorschriftlichen Kulturen, vor allen Dingen für die Überbringung von im Prinzip vorliterarischer Tradition, also Geschichten erzählen gehört dazu. Dann berühmte Beispiele aus diesen Epen sind ja zuhauf, wo Gesang eine Rolle spielt. Hier so ein Negativbeispiel, unser Held Odysseus auf der Heimkehr von Troja nach Ithaka begegnet hier in einem Abenteuer den Sirenen, also Mischwesen, halb Vogel, halb Frau, die durch ihren betörenden Gesang die Männer auf die Insel locken wollen, um sie dann zu töten und zu verspeisen. Odysseus will sich dem nicht entziehen. Er möchte unbedingt diesen Gesang hören und fordert seine Männer auf, sich selbst die Ohren zu verstopfen. Aber er selbst möchte an den Mast gebunden werden, nicht? Und auch auf sein Bitten und Flehen, sie mögen ihn losbinden, sollen sie nicht reagieren, damit er sich diesen
göttlichen Gesang anhören kann. Und dann als letztes Beispiel hier der klassischen Antike nochmal zurück, wäre hier die Geschichte von Orpheus, dem mythischen Sänger. Orpheus, eine Gestalt, die hier angesiedelt wird im Norden Griechenlands, in Thrakien, in der thrakischen Ebene. Dort dann auch charakterisiert diese Barbaren aus griechischer Sicht. Hier, die tragen Hosen im Gegensatz zu diesen offenen Gewändern, die die Griechen tragen. Und sie haben solche merkwürdigen Mützchen hier. Und da sitzt er nun und er ist derjenige, der, wenn er singt, auch wilde Tiere zum Lauschen bringt. Im Prinzip eine göttliche Gestalt, die hier untrennbar mit der Musik verbunden ist. Auch noch über den Tod hinaus, er wird ja zerrissen von seinen Kultanhängern und sein Haupt schwimmt dann im Hebros, bis es dann irgendwann in die nördliche Ägäis gespült wird. Und noch singend erreicht er dann die Insel Samothrake und begründet dort diesen Kult, der dem Orpheus geweiht ist. Und Orpheus ist eben die inspirierende Figur dann auch für diverse Opern in der Barockzeit, nicht wie viele Orphäus gibt es. Dann vor allen Dingen auch, er kommt ja in die Unterwelt, nicht, kann dann sogar den Cerberus bezwingen mit seinem Gesang, aber er schafft es nicht, seine Geliebte aus dem Totenreich wieder hervorzuholen. Also hier auch diese transzendente Funktion von Musik, die gerät ein in diese Mythen, ist also offenbar hier auch sehr, sehr stark von Bedeutung. Ja, zurück zu diesen mechanischen Bewegungen, die wir nutzen können beim Singen oder beim Laut hervorbringen und die auch musikalische Aktivität strukturieren können. Nicht einfach zur Illustration zwei Beispiele. Schauen wir zunächst mal hier uns Bobby McFerrin an. In einem wunderbaren Beispiel hier bei so einer großen Musikveranstaltung. Ich habe das ein bisschen eindampfen müssen, nicht, dass wir hier nicht nur Musikbeispiele haben, mich hier gar nicht erleben bei der Interpretation auch dieser ganzen Geschichten. Aber Bobby McFerrin ist insofern besonders, weil er uns hier überleitet, auch in diesen Kopfstimmengesang und einfach durch dieses Schlagen auf die Brust, Sie werden es gleich hören, hier ganz interessante Nuancen in seinen Gesang einbringen kann. Ich habe das jetzt mal hier ein bisschen abbrechen müssen, weil wir müssen noch zu einem anderen, mir wirklich wichtigen Element kommen. Singen oder musizieren ohne Einsatz der Lunge im Prinzip. Und das ist heutzutage natürlich ganz wichtig. Wir haben natürlich unsere elektronischen Instrumente, aber immer wieder ist es beeindruckend, wenn dann auch solche Sounds, die uns heute so attraktiv sind, die einfach drin sind bei uns, wenn die dann über die menschliche Stimme produziert werden. Und da in dieses Kapitel gehört nun auch das Beatboxen und hier eines meiner Favorites hier vom YouTube. Schauen wir uns das noch kurz an, hier einen von diesen Straßenartisten. Wow.
Ja, jetzt fädelt es hier so langsam aus, nicht? Das ist irre. Das ist natürlich auch genau das, was uns ausmacht. Ja, dieser Artikulationsapparat hier, der unterscheidet uns jetzt auch nochmal von eben dem Neandertaler. Sie haben das gesehen, diese Abgüsse da, das ist was grundsätzlich anderes. Ja, der Neandertaler, er hat noch nicht diese Fähigkeiten, diese Geräusche hier hervorzubringen. Er ist zwar in der Lage, Töne hervorzubringen. Offenbar hier hat das Zungenbein, also der Kehlkopf ist ganz ähnlich aufgebaut. Also wir werden am Ende dazu kommen, er konnte vielleicht jodeln. Aber was er nicht kann, ist im Prinzip Beatboxen. Ja, darauf kann man es jetzt mal irgendwie reduzieren. Schauen wir mal weiter hier. Kommen wir nun zu einer anderen Spezialart von Singen. Der sogenannte Kehlkopf- und Obertongesang, den wir nun heutzutage so vor allen Dingen so kennen aus diesen euroasiatischen Steppen. So diese Zone zwischen Altaigebirge und Mitteleuropa, wo sowas ganz weit verbreitet ist. Aber diese Karte zeigt Ihnen, dass es im Prinzip eigentlich ein weltweites Phänomen ist. Und in traditionellen Musikkulturen, sowohl in den nordamerikanischen Kulturen da ist, als auch im südlichen Afrika. Und dann hier von Europa über den gesamten euroasiatischen Großkontinent bis hier im Prinzip in die Südsee. Hier auch ein kurzes Beispiel für Obertongesang. Das sind einerseits so ganz tiefe Stimmen, die so hier vor allem von Männern so hervorgebracht werden, so im unteren Bereich. Sie werden das gleich sehen bei diesem Beispiel. Und dann irgendwann fängt es so an, so sphärisch zu fliegen quasi, ja. Und dann teilweise die guten Sänger, die können das beides. Die machen dann Kehlkopf in Kombination mit Obertongesang. Und einen von diesen ganz großen Künstlern hier sehen Sie jetzt hier ein Beispiel aus der Mongolei. Ja, das ist nicht nur beeindruckend so zum Zuhören, sondern auch deswegen bemerkenswert, weil es natürlich zeigt,
dass dieser Mensch, der da singt, der kann ganz tiefe Töne hervorbringen und auch wieder ganz hohe. Also da haben wir im Prinzip das gleiche Phänomen, was wir in der Barockmusik haben. Die Arie der Königin der Nacht ist ja deswegen so abgefahren, weil sie so hoch geht, und dieses Monteverdi-Stück deswegen, weil es eben besonders tief geht. Und Uma Sumac im Eingangsvideo eben diese vier Oktaven abdecken kann. Und jetzt hier so ein Extremfall, wo wir im Prinzip, es haben so ganz tiefe, bassige Töne, die aus der Brust kommen, und dann diese Obertöne, die so quasi sphärisch drüber schweben. Das ist das Faszinosum, was davon ausgeht. Ja, und deswegen sind diese Gesangskulturen ja auch so besonders wertvoll, weil sie uns einfach in diese Extreme der menschlichen Stimme hineinführen. Ich finde es auch bemerkenswert, dass sich natürlich diese Art von traditioneller Klanghervorbringung, diese Art von Gesangstechnik ganz hervorragend eignet für moderne Musik, beispielsweise für Hardcore, nicht? Und da bin ich im Netz hier gestoßen worden von einem sehr lieben Kollegen auf was ganz Interessantes, eine Band aus Kasachstan, die heißt The Who, also wie das berühmte The Who, nicht in England, bloß dass die eben mit diesem Namen spielen und ist dann H-U, also Who. Tatsächlich, Sie werden es sehen dann, am Anfang wird das dann so eingeblendet. Nicht, Sie spielen uns hier irgend so ein Stück vor, was dann an Star Wars angelehnt ist, ja, der Jedi-Ritter, irgendwie so. Aber zwei Worte noch zu dieser Band, weil da im Prinzip verschiedene Elemente angesprochen werden. Zum einen diese Kasachen, die haben auch diese Obertongesänge und diese Brusttongesänge. Sie werden dann sehen, gerade der Leadsänger, der singt natürlich mit dieser Kehlkopfstimme. Allerdings schaffen die es nicht, dieses Pfeifen da oben hinzukriegen. Der hat zwar noch so einen zweiten Sänger, der dann manchmal so diesen Chorus macht, ja, und mit ihm mitsingt, aber der kommt nicht so hoch. Und stattdessen imitieren die im Prinzip diesen Obertongesang, dadurch, dass dann irgendwann eine Maultrommel zum Einsatz kommt. Denn diese Maultrommel gehört auch zu diesen traditionellen mongolischen, sagen wir mal so steppennomadischen Instrumenten. Ich werde auf die auch noch eingehen, wenn wir dann über diese freien Idiophone sprechen. Aber diese Maultrommel ist auch deswegen interessant, weil sie im Prinzip diesen Obertongesang am allerbesten einfangen kann. Also die klingt noch am nächsten so an dem dran. Und das Zweite, was bemerkenswert ist an diesem Video, was Sie gleich sehen werden, ist der Einsatz, also statt so einer Metal-Rock-Gitarre, ist da so ein ganz typisches mongolisches Instrument in Verwendung, die sogenannte Pferdehalsgeige. Sie werden gleich sehen, warum die so heißt. Die verfügt nur über zwei Saiten, und mit diesem traditionellen Musikinstrument ohne Bünde kann man ganz wunderbar so Glissandi spielen. Und ich finde ganz bezaubernd, wie da im Prinzip diese Heavy-Metal-Linien da zustande kommen. Also viel Spaß hier mit The Who. We'll be right back.
Nicht die Enkel Chinggis Khans, wie sie da in so einem postsozialistischen Kulturhaus sind. Da sieht man noch die traditionellen Teppiche auf dem Boden liegen. Und dann zaubern die so eine wunderbare Musik da aus diesen Instrumenten. Also beeindruckend auf mehreren Ebenen, weil es hier irgendwie die Moderne küsst, da irgendwie die Tradition. Und die reiten natürlich nicht mehr auf Pferden, sondern auf so einer Chopper dann irgendwie durch die Wiese. Sie können sich das gerne im Internet anschauen. Für mich auf jeden Fall eine große Entdeckung. Ja, schauen wir nun weiter und kommen zu einem etwas bizarren Kapitel in der Musikgeschichte oder in der Geschichte des menschlichen Gesanges. Es ist ja sehr bevorzugt, manchmal in verschiedenen Gesangskulturen, dass man so Knabenchöre hat. Ja? Wir haben berühmte Knabenchöre hier in Deutschland, die Thomana, der Kreuzchor, die Regensburger Domspatzen. Das ist offenbar da so eine Präferenz, jugendliche Knabenstimmen, die so in einer reinen, unschuldigen Form irgendwie rüberkommen, die in den Chor zu packen. Und in bestimmten Zeiten, zu bestimmten Kulturen, hatte man sich bemüht, dass man einfach dieses jugendliche Klangideal insofern rüberrettet, dass man Jungen mit einer besonders schönen Stimme einfach bei Zeiten kastriert, um im Prinzip diese
Pubertät zu verhindern und dadurch dieses Klangideal beizubehalten. Schauen wir uns das hier an in dieser Leiste hier unten. Wir sehen es hier, Bass, Bariton, Tenor, dann kommt dieser Männeralt, dann kommen diese hohen Stimmen hier, die vor allen Dingen durch Frauen hervorgebracht werden können. Männerstimmen können hier in der Kopfstimme noch relativ viel leisten. Aber dann hier die Kastraten sind einfach dadurch, dass sie dann einfach diesen Wumms von Männern haben, aber gleichzeitig dann ihnen eben die männlichen Hormone fehlen, die dann hier unterbinden, dass diese hohen Töne gesungen werden können, stellen eine gewisse Besonderheit dar. Was Sie jetzt hier sehen auf der Folie ist der berühmte Farinelli, einer der berühmtesten Kastraten seiner Zeit. Der hieß eigentlich Carlo Broschi. Und ihm ist ja vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, ein Film gewidmet worden, Farinelli, Il Castrato, wo so ein bisschen sein Leben geschildert wird. Und er wird da so dargestellt, so ein bisschen als der Superstar so am Barockhof. Nicht? Das sind diese großen Händel-Opern, die zu der Zeit aufploppen, wo ja im Prinzip alles nur mit Hosenrollen besetzt ist. Selbst die Frauenrollen werden von Männern gesungen. Und dann natürlich so ein Kastrat ist dann die schillernde Sopran-Diva, der dann in so einem Straußenfederkostüm dann irgendwie so auf die Bühne kommt und so seine eitlen Attitüden an den Tag legt und sich da einiges natürlich auch leisten kann, so an Extravaganzen. Tatsächlich ist die Geschichte der Kastraten, aber so möchte man vermuten, ja eigentlich eine ganz traurige. Und so ein bisschen Einblick gewinnen in die Realität eines solchen Sängerknaben dann im Alter, kann man vielleicht, wenn man sich diese Gestalt hier anschaut, Alessandro Moreschi. Er gilt als einer der letzten päpstlichen Kastratensänger. Es ist auf jeden Fall der einzige, von dem Tonaufnahmen existieren. Und zwar hat er Edison diese Wachswalzen gerade entwickelt gehabt. Und dann war dann hier His Master's Voice in Rom beim Vatikan und hat dann ein paar Aufnahmen mit ihm machen können. Und diese Dokumente sind auf jeden Fall bemerkenswert. Und hören wir da mal kurz rein. Yeah.
Ja, so ein bisschen der Ritter von der traurigen Gestalt. Hoffentlich hat es dem Papst gefallen. Das ist nun wirklich tragisch eigentlich. Und man kriegt so eine Ahnung, wo Fellini seine Charaktere herbekommen hat für La Strada, Dolce Vita oder Roma. Nicht irgendwie diese traurigen, dicken italienischen Jungs, die da irgendwie so rumhängen in der Tristheit ihrer Gestalt. Und im Prinzip ist das ein Kapitel, was dann zu Recht jetzt irgendwie verschwunden ist von der Oberfläche. Denn es gibt eine gute Nachricht. Man muss Männer nicht kastrieren, um eine wunderschöne Stimme zu erhalten. Denn wir haben diese Countersänger und hin und wieder ist es tatsächlich so, dass Männer aufgrund ihrer natürlichen Stimmbegabung in diese Sphären vordringen können. Und im Prinzip aufgrund seiner Natürlichkeit ist es halt schwer beeindruckend. Wir hören jetzt hier von Antonio Porpora, ein bisschen vergessener Komponist so dieser Händelzeit, eine Oper, also nicht die ganze Oper, aber hier immerhin eine Arie, Polyphem, nicht diese Blendung des Polyphem, auch so ein antiker Stoff, der hier verarbeitet wurde, mit dem großartigen Philipp Jaruski. Das ganze 10 Minuten genießen Sie es einfach und sieht auch wunderschön aus. Thank you.
Ja, der sieht auch noch so toll aus, nicht? Philippe Jaruzelski, und das Video ist im Internet angeworben auf Französisch als L'Orgasme Musical, nicht? Sofort verständlich. Schauen wir nun weiter in verschiedene Anwendungsbeispiele. Wo brauchen wir Musik, musikalische Kommunikation? Und dann werden wir gleich sehen bei diesem Beispiel hier, wenn wir jetzt das Kapitel aufschlagen, der Hirtensignale, dass es ein Übergangsfeld ist zwischen sprachlicher Kommunikation und musikalischer Kommunikation. Es gibt eine Doktorarbeit von Christian Kaden, einem deutschen Musikwissenschaftler, die hier eingereicht wurde an der Humboldt-Universität Berlin im Jahr 1973 mit dem etwas sperrigen Titel Musikalische Syntax und sozialhistorische Praxis in der arbeitsfunktionalen Signalgebung der Viehhirten. Und dann eben so ein zeittypischer Titel, der dann immer unter besonderer Berücksichtigung nicht hier einläutet. Und dann von Signalisierpraktiken in Mittelgebirgslandschaften der DDR. Tatsächlich ist das eine sehr, sehr wichtige Studie. Denn Christian Kaden hat hier nun in den späten 60er und frühen 70er Jahren eine Kultur in der DDR dokumentiert, also vor allen Dingen im Grenzbereich, ja, Thüringens, da im Thüringer Wald, die im Prinzip dem Untergang geweiht war. Diese Hirten durchstreifen ja riesige Areale. Heutzutage haben wir das auch noch in Südosteuropa. Aber da in der DDR, zumal mit dieser Grenzziehung und dann vor allen Dingen mit der Kollektivierung der Landwirtschaft, war das im Prinzip absehbar, dass da im Prinzip diese Hirtenkultur zugrunde geht. Und wir haben nun den Vorteil, wir müssen nicht weit reisen, nicht in ferne Länder, sondern können hier mal so ein Beispiel jetzt direkt aus dem Leben nehmen, so eine traditionelle Kultur hier mitten in Deutschland. Und Christian Kaden ist nun mit seinem Diktiergerät hier durch die Lande gezogen und hat dann einzelne Aufnahmen gemacht von diesen Viehhirten. Es ist zum einen mit Musikinstrumenten so Signale, die diese Hirten aussenden, zum einen um miteinander zu kommunizieren, zum anderen aber auch um die Tiere anzutreiben, um den Hund zu rufen und zum anderen aber auch, um mit den Ortschaften zu kommunizieren. Es wurden dann auch Geläute aufgenommen von ihm, dass man sozusagen bestimmte Herden auch aufgrund ihrer Klangmuster identifizieren kann. Und das Ganze ist dann hier eingewoben in diese Grafik. Sie sehen das hier, also der Hirt kommuniziert zum einen mit den anderen Hirten hier über so verschiedene Signale, also zum Teil Pfeiftöne, Jodeln, oder auch Musik, dann aber auch hier den Dorfbewohnern, da hat er hier vor allem diesen ästhetischen Bereich. Einzelne Tierbesitzer werden dann sozusagen auch hier unterrichtet über Ankunft oder Abzug der Herde. Und dann auch im Prinzip beziehen sich diese Signale jetzt auf einzelne Tiere. Also wir sehen hier ein sehr komplexes semantisches Feld, was hier sich aufspannt. Also im Prinzip diese Signale haben multiple Funktionen. Er teilt das hier auf in eine Kommunikationsebene, dann eine nicht arbeitsfunktional ästhetische Ebene und dann eine soziokommunikative Ebene. Also verschiedene Bereiche, die jetzt hier bedient werden von diesen Hirtenlauten. Und damit haben wir schon ganz wichtige Aspekte, die hier zum Tragen kommen, wenn wir dann über einzelne Instrumentengattungen sprechen, welche Funktionen die nun hier erfüllen in solchen Gesellschaften. Also Musik ist hier im Prinzip mehr als nur rein ästhetisch, sondern sie dient tatsächlich auch der Kommunikation. Aus dem reichen Klangrepertoire von annähernd 100 Aufnahmen, die Christian Kahn uns hier hinterlassen hat, bringe ich Ihnen mal drei Beispiele, die im Prinzip dieses Feld abstecken der Kommunikation ohne Zuhilfenahme von Instrumenten. Beispiel 95. Nicht, also da pfeift er und dann kommt auch diese oh, Liese, komm, ne, so in so einem thüringischen Dialekt. Also im Prinzip, das ist ganz klar, das ist so Pfeifen, nicht das Tier wird gepfiffen und dann entweder der Hund oder das Tier wird irgendwie herbeigerufen. Hören wir uns das nächste Beispiel an. Beispiel 96. Komm, Ole, komm. Easy, komm.
Ja, also Sie hören es, also auch wieder, die Tiere werden gerufen, dann kommt dieses Schnalzen, die nicht, ich weiß gar nicht, wie der das hervorbringt, ist auf jeden Fall sehr laut. Und das führt uns hier rüber so nach Afrika, nicht mit diesen Schnalz- und Klicksprachen. Also offenbar Geräusche, die besonders dafür geeignet sind, um Tiere anzutreiben oder Tiere zu rufen. Ja, also in Rudimenten hier überlebt in diesen mitteleuropäischen Hirtensignalen. Und dann dieses Pfeifen, was ja offenbar dann auch immer irgendwie mit zwei Fingern, aber was dann auch durchaus melodische Qualitäten gewinnen kann. Und dann jetzt abschließend hier das dritte Beispiel und da kommen wir auf einen Klassiker. Beispiel 58. Komm, komm, komm! Lodi, 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 lodi. Lodi, 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 lodi. Ja, und das ist eine bestimmte Art von Rufen, die damit arbeitet, dass der Kehlkopf hier umschlägt und dass er zwischen der Ober- und der Bruststimme hin und her schwankt. Und das ist im Prinzip das klassische Jodeln. Also Jodeln ist in Mitteleuropa, kommt daher, dass die Hirten im Prinzip diese Signalsprache verwenden. Und genau das, was wir hatten, also was anfing mit Ümer Sumak und dann bei diesem mongolischen Obertongesang, da ist, dass man im Prinzip versucht, besonders tiefe durch die menschliche Stimme hervorzubringende Töne kombiniert mit besonders hohen. Und Jodeln ist dafür ideal geeignet, weil es immer sozusagen dieses Umschlagen zwischen Ober- und Unterstimme bedient. Schauen wir kurz an hier uns die physiologischen Voraussetzungen fürs Jodeln. Da sehen wir das hier, the yodeling apparatus heißt das Ganze hier auf Englisch. Wichtig ist dafür unser Kehlkopf. Hier sehen wir das berühmte Zungenbein, also hyoid bone. Und da das ähnlich aufgebaut ist beim Neandertaler, können wir davon ausgehen, im Prinzip wäre der Neandertaler theoretisch dazu in der Lage, auch hier zwischen Brust- und Kopfstimme zu wechseln. Was funktioniert nun hier beim Jodeln? Wir sehen es hier zum einen die Bruststimme, erzeugt bestimmte Frequenzen. Und dann hier nun ist der Kehlkopf von Bedeutung, weil der hier innerhalb von Bruchteilen von Sekunden umschlägt ins Falsett. Und wieder zurück. Das ist das Jodeln. Ja? Also wir brauchen keine loriosche Jodelschule, sondern wenn man dieses Prinzip einmal verstanden hat, dieses Falsett, wieder zurück in die Bruststimme und wieder zurück, das ist im Prinzip das Jodeln. Interessant ist nun, dass Jodeln im Prinzip ein weltweites Phänomen ist. Es ist nicht beschränkt auf die Alpen, nicht beschränkt auf Europa, sondern wir haben traditionelle Arten zu jodeln weltweit. Es gibt bestimmte Jodeltraditionen, die aneinander hängen. Man kann sich zum Beispiel fragen, ob dieses Western-Jodeling hier irgendwas mit irgendwelchen europäischen Auswanderern zu tun hat. Auf jeden Fall ist hier noch eine ganz berühmte Jodelkultur, die hawaiianische. Und dem habe ich auch mein letztes Musikbeispiel gewidmet. Es scheint diese Besonderheit zu sein in diesem Umschlagen der Stimme, die hier reizvoll ist für verschiedene Kulturen. Und insofern ist das hier vielleicht ein guter Abschluss auch unter dieses ganze Kapitel der menschlichen Stimme. Ich möchte mich wieder ganz herzlich bedanken hier bei den Herren Regli und Klein für die Aufnahme und auch bei Ihnen jetzt für das aufmerksame Zuschauen. Und freuen Sie sich dann auf die nächste Stunde, wenn wir dann einsteigen in die Musikinstrumentengattungen und dann im Prinzip uns hier immer weiter voranarbeiten. Das letzte Musikbeispiel ist hier von Jesse Tinsley, der nun hier auch ganz klassisch hawaiianisch auf der Ukulele spielt und uns hier ein traditionelles hawaiianisches Liedchen singt. Roselani, ona lei, 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 u, ie.
kila kila vale oe o Maui la. Eli ko koho lo ana me ko oio la ke kolo ki kuli ke ko ikolo iho oe. Au hea vale oe te wahini holulia. Hua nani a o Maui la. Aloha I ka Hawaiian cowboy. Ululei o lei lima. Lei lima o lei lima. Lei lima. Alele mai au I o Honolulu la hoi mai au I ka aina malihini ke kau ana aku o ka lio ka leponi hua fafa mai la o le hua haie wahi kala koala I aina malihini I San Francisco by the Golden Gate aloha I ka Hawaiian cowboy haina mai o ka puana lele hua o Roselani haina mai Ona lei uie. I'm heading for the last round up. Au hea vale oe te wahini holo leo. E liko koholo ana me ka oe o la. Ke koholo ke kuli ke kui ko ke holo iho oe. Au hea vale oe te wahini holo leo. Ua nani oe Hawaii la. Aloha I ka Hawaiian cowboy. Haina mai o ka puana. Lele hua o Roselani Haina mai o ka puana O na lei leui Yes, I'm headed for the last round up Au hea vale oe te wahini hololio E liko ko holo ana me ka oe ola Ki kolo ki kuli ki kui kolo iho oe Au hea vale oe te wahini hololio Puanani oe Hawaii la Aloha I ka Hawaiian cowboy Haina mai o ka puana Lele hua o Roselani Haina mai ka puana O na lei ui O na lei ui O na lei ui